Hallo und herzlich willkommen beim Stempelhase.de. Schön, dass du meinen Kanal gefunden hast. Ich möchte heute mit dir eine Mini-Zierschachtel basteln mit dem wunderschönen Designerpapier Winterzauber. Das Designerpapier hat die Maße 6x6 Zoll. Das ist umgerechnet 15,2 cm mal 15,2 cm. Auf der einen Seite findest du Winterlandschaften, auf der anderen Seite ist das Papier in Weiß-Silber bedruckt. Ich persönlich finde jede Seite mega schön und es tut mir immer im Herz leid, das Papier anzuschneiden. Und darum möchte ich dir heute eine Möglichkeit zeigen, wie du mit ganz wenig Designerpapier eine richtig schöne, tolle Mini-Zierschachtel basteln kannst. Das geht ganz schnell und dazu nehme ich jetzt dieses Papier. Das Designerpapier, was ich heute benutze, das findest du übrigens auf der Seite 42 im Herbst-Winter-Katalog von Stampin' Up. Am besten, du schneidest dir einen Streifen 2,25 Zoll lang ab und teilst diesen in einer Hälfte von 3 Zoll. Jetzt nimmst du dir die Big Shot. Zusätzlich zu der Big Shot benötigst du natürlich noch die Stanzform Mini-Zierschachtel. Diese findest du auf Seite 19. Und ein Stückchen Cardstock. Ich habe hier wirklich einen festeren Cardstock genommen. Und diesen müsstest du dir ungefähr in den Maßen 15,2 mal 15,2 cm zuschneiden. Ich glaube, mein weißes Papier, das wiegt ungefähr 300 Gramm. Also es ist wirklich ein sehr dicker Cardstock in Weiß. Jetzt hast du dir die Grundform einmal ausgestanzt. Und nun kommt natürlich noch das schöne Designerpapier. Diese stanzen wir uns zweimal durch diese Form, die du jetzt hier siehst, mit dem Schlitz. Die ist wirklich nur 2,25 mal 3 Zoll groß. Und das lege ich mir jetzt so ungefähr an, dass oben und unten noch ein Stückchen Platz ist. Nun kurbeln wir uns das erste Teil durch die Big Shot. Wenn das getan ist, kommt natürlich noch das zweite Teil dran. Wenn du dich für die Mini-Zierschachtel interessierst, habe ich einen super Tipp für dich. Kauf dir am besten gleich das Produktpaket, denn da sparst du 10%. Du hast das Stempelset, kleine Freude mit dabei und die Stanzform Mini-Zierschachtel. Zu der Stanzform gehört nicht nur die Mini-Zierschachtel, sondern da sind auch kleine Anhängerchen dabei und eine Schneeflocke und solche Tannenzweige. Die zeige ich dir dann gleich im Anschluss. Was das richtig Schöne ist, die sind dann auch noch so wie gestichelt, wie so ein Stickmuster. Die ganzen Produkte werde ich dir wieder in der Infobox verlinken. Wenn du Fragen hast, kannst du dich natürlich bei mir auch melden über mein Kontaktformular oder du schreibst einfach etwas in die Kommentarzeilen rein. Ich werde dann versuchen, so schnell wie möglich zu antworten. Mittlerweile habe ich mir zwei Teile ausgestanzt und schneide mir den Überstand ab. Dazu nehme ich mir als Hilfslinie die erste Linie, die gestanzt worden ist, was eigentlich eine Falzlinie ist. Die Mini-Zierschachtel eignet sich übrigens auch super als Adventskalender. Falls du dich fragst, was in die kleine Schachtel denn überhaupt hereinpasst, kann ich dir sagen, auf alle Fälle eine goldene Kugel und so eine schöne quadratische Schokolade, Bonbons sowieso und du wirst sicher noch andere Sachen finden, die du dir reinlegen kannst. Falls es dir zu umständlich ist, das Designerpapier so zu stanzen, kannst du natürlich auch einen ganzen Bogen nehmen. Der ist ja 15,2 mal 15,2 cm und es passt genau die Form. Und du hast natürlich noch an den Ecken die Möglichkeit, kleine Anhänger auszustanzen. Mit meiner Möglichkeit kannst du aus dem Designerpapier zwei Schachteln herausbekommen, plus dann noch mit einem Stückchen Restpapier eine Karte basteln. In der Packung Besonderes Designerpapier Winterzauber findest du übrigens 48 Blätter, je 4 in 12 doppelseitigen Designs. Nun benetze ich den Cardstock mit Tombow und befestige mir das Designerpapier. Wichtig ist, dass die Ränder schön angeklebt werden, nicht dass dann bei der Zierschachtel durch das Falten sich die Ränder hochbiegen. Ihr könnt jetzt sehen, ich fahre einmal drum herum und vor allen Dingen auch nochmal an der Lasche einfach ein bisschen Kleber anbringen.
Damit der Kleber sich nicht so durchdrückt und man dann Leimlinien sieht, nehme ich mir jetzt eine alte Farbwalze und fahre einmal über das Papier drüber weg, so dass der Leim sich gut verteilt und ein bisschen Druck auf das Papier ausgeübt wird und es wirklich bombenfest hält. Jetzt kommt mein Stempelset Frostige Grüße zum Einsatz. Den Schneemann habe ich euch schon einmal bei einer Spinnercard gezeigt. Nun werde ich den kleinen Schneemann benutzen und diesen stempel ich mir auf die Zierbox drauf. Dazu nehme ich das schwarze Memento-Stempelkissen und damit ich nichts auf das Designerpapier stempel, nehme ich mir einfach solche Post-its, Klebezettel und ich klebe sie an den Rändern fest, so dass ich keine unerwünschten Stempelabdrücke auf meinem Papier habe. Noch einfacher ist es natürlich, wenn du zuerst den Schneemann stempelst und dann das Designerpapier aufklebst. Auf die Idee bin ich natürlich in dem Moment nicht gekommen. Ich habe natürlich immer das Designerpapier zuerst aufgeklebt und dann gestempelt, aber das Ergebnis ist ja das gleiche. Den Schneemann stempel ich einmal oben und einmal unten. Dazu nehme ich mir einfach wieder die gleichen Post-its, drehe sie einmal um und klebe sie mir auf die andere Seite. Bei einem Adventskalender könntest du jetzt natürlich die Zahl aufstempeln oder den anderen Schneemann, der in dem Stempelset Frostige Grüße vorhanden ist. Wie der dann aussieht, siehst du dann am Ende des Beitrags. Dort habe ich einmal den kleinen Schneemann gestempelt und den großen Schneemann. Da ich mir den Schneemann mit meinen Stampin' Blends anmalen möchte, habe ich mein Memento-Stempelkissen genommen. Du kannst natürlich auch jede andere wasserbasierte Farbe nehmen, also Stempelfarbe, dann funktioniert das auch. Aber wenn du zum Beispiel das Dance On nimmst, dann verwischt die schwarze Farbe. Du musst also vorher wissen, wie du deinen Schneemann kolorieren möchtest. Zum Ausmalen des Schneemanns habe ich Hell Aquamarin genommen sowie Blütenrosa und einen alten Marker mit der Farbe Melonensorbet. Zuerst bekommt der kleine Schneemann die Möhre angemalt und ich lasse einen kleinen Bereich frei. In diesen setze ich dann Blütenrosa als Akzent. Natürlich, wie jede Figur von mir, bekommt der Schneemann jetzt eine Wange in Blütenrosa. Oben und unten gleich. Und der Schneemann wird in Hellblau angemalt. Hier zeichne ich nur die Schattenbereiche des Schneemanns blau an. Und so sieht der kleine Schneemann fertig aus. Damit die kleine Box eine bauchige Form bekommt, nehme ich mir jetzt mein Falzbein und falze die Seiten ein wenig nach. Ich mache sie ein wenig rund. Am besten macht ihr das mehrmals, damit keine Knicke entstehen. Lieber mit Geduld und immer wieder drüber fahren. Und schon habt ihr eine bauchige, schöne Form. Jetzt werden die Seiten abgeknickt. Das sind dann die Laschen für die Seitenränder. Das könnt ihr gleich sehen. Einmal wird das Seitenteil nach oben geschlagen, das rechte, und danach folgt das linke Seitenteil. Um der kleinen Schachtel ein wenig Pfiff zu verleihen, stanze ich mir jetzt ein kleines Sternchen aus. Dieses findet ihr mit dabei in dem Produktpaket Minizierschachtel. Damit das Sternchen nicht ganz einfach weiß aussieht, habe ich mir silberne Farbe genommen. Welche das ist, zeige ich euch jetzt. Ich liebe das. Ich habe das auch in Schwarz und in Gold. Und ich mache mir ein paar Farbspritzer in Silbern auf das Papier. Das muss eine Weile trocknen. Und dann hat es einen ganz leichten Schimmer. Hier seht ihr die ganzen kleinen Anhänger, die dabei sind. Das ist einmal das Herz, ein Oval,
ein kleiner Tropfen und der Stern sowie kleine Weihnachtszweige. Ihr könnt euch natürlich alle Formen mit einmal ausstanzen. Ich habe jetzt nur den kleinen Stern genommen. Praktisch bei den Anhängern ist, dass ein kleines Loch zum Durchfädeln mit ausgestanzt wird. In dem Stempelset Frostige Grüße findet ihr auch den Stempelspruch für und von. Diesen habe ich mir natürlich auseinandergeschnitten und ich stempel jetzt nur für. Im Hintergrund habt ihr gerade meine Tochter gehört, die ihren Ranzen packt. Da kann es ab und zu einmal poltern. In dem Stempelset Kleine Freude findet ihr noch die Sprüche mit Liebe für sie, klein aber fein und etwas Süßes. Am Ende rundet das alles noch ein kleines Geschenkband ab in Silber. Ich binde mir dieses um den Henkel der kleinen Mini-Zierschachtel. Leider habe ich das Band nicht ausgemessen, aber das könnt ihr ja Pi mal Daumen nehmen. Einfach ein Knotenschleifchen dran machen, zurechtzubbeln. Und am Ende habe ich noch einen kleinen Knoten angebracht, damit ich dann das Sternchen dort auffädeln kann und dieses nicht herunterrutscht. Ich achte darauf, dass der kleine Stern den Knoten verdeckt. Zuerst mache ich es falsch, dann könnt ihr das sehen, wie ihr es nicht machen solltet. Und danach habe ich natürlich sofort meinen Fehler gemerkt und fädel noch einmal den Stern neu ein. Du hast gesehen, wie schnell die Schachtel zu basteln ist. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Möchtest du kein weiteres Video verpassen, dann abonniere meinen Kanal, drücke dazu unten einfach die Glocke. Hast du Fragen, dann nutze einfach das Kommentarfeld unter diesem Video oder besuche meinen Blog und nutze dort das Kontaktformular. Dieses findest du unter www.stempelhase.de. Alle gezeigten Produkte kannst du natürlich bei mir bestellen. Nähere Informationen findest du unten in der Infobox. Die kleine Geschenkbox dauert wirklich nicht lange. Ich hoffe, sie gefällt dir. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich kann es dir schon versprechen, dieses handelt wieder von Schneemännern. Und du wirst überrascht sein, was man noch alles aus dem Designerpapier basteln kann. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüssi, sagt dir dein Stempelhase. Tschüss.